Hallo und herzlich willkommen zurück zu Robocraft. Wir sind hier gerade am Snipern und warten darauf, dass der hier um die Ecke kommt. Wow, der ging ja total in die Hose. Das war ja der letzte Ranzschuss. Wo der herkommt, da will ich nicht wissen, wo die anderen herkamen. So, da haben wir den zweiten abgeschmanzt. Mit ein bisschen Glück kriegen wir noch einen dritten. Aber erstmal muss ich mich dafür verkriechen. Denn sonst wird das wohl eher nix. Aber zum Glück haben wir die Runde gerade gewonnen. Naja, mit zwei Frags sind wir ganz gut dabei. War zwar jetzt nicht die geilste, aber immerhin. Es gibt Schlechteres. So, damit haben wir jetzt diese Runde auch abgefrühstückt. Mit einem Ergebnis, was phänomenal schlecht war. So, damit gehen wir jetzt in die Garage und basteln uns, wie schon eigentlich angekündigt, was wir in der letzten Folge machen wollten, an unserem Hover rum. Unser Hover muss mal ein bisschen begradigt werden, finde ich. Also so wie er im Moment aussieht, ist er zwar funktionell, ist er auch schick und schön, aber ich will ihn so nicht mehr, weil der kriegt einfach total auf die Fresse und das finde ich nicht gut. Folglich müssen wir uns was überlegen. Und entweder geht das in die Richtung, dass das Ding anders bewaffnet wird, oder es geht in die Richtung. Ich wollte ihn noch eigentlich nur anders bewaffnen, oder? Ach verdammt. Weil ich möchte den ganz gerne jetzt noch eine Runde mit den grünen Blöcken fahren. Dementsprechend viel Geld zusammenfahren. Und danach möchte ich ganz gerne die nächsten Blöcke kaufen, nämlich die schwarzen, glaube ich, oder diese dunkelblauen. Das ist im Prinzip jetzt gerade mein Ziel. Für die anderen möchte ich jetzt vorher gar nicht dafür ausgeben. Ich habe die orangenen und die pinken geskippt. Das ist ein relativ großer Sprung, gebe ich ja zu, ja. Aber macht ja nichts. Jetzt ist die Überlegung, was machen wir denn jetzt mit den Rädern überhaupt? Wir bräuchten auf jeden Fall welche natürlich. Nur welche brauchen wir denn? Was tun Räder denn? Also die Räder tun. Haben einen Topspeed, ist klar. Haben eine Rüstung, ist auch klar. Load Capacity, okay, was sie halt bewegen können. 2250, wie sieht es denn eigentlich mit den etwas höherwertigeren aus? Die haben eine Load Capacity von 2300, also nicht so viel mehr tatsächlich. Da kann man also lieber zwei Antriebsräder vorne und dann nochmal vier andere machen, dann hat man eigentlich schon ausreichend was. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal hier. Wir haben ja bis dahin welche gekauft. Die haben 2800. Das ist also gerade mal 600 mehr. Aber das Robot-Ranking, da wollen wir gar nicht von sprechen. 1028 geben die und die haben gerade mal 18. Die Triebwerke sind vom Robot-Ranking her tatsächlich auch noch relativ human. 900. Okay, sind annäherungsweise gleich. Gut, die treiben das natürlich ekligst nach oben. Ja. Gut, fangen wir mal an, uns was ganz Neues zu basteln. Wir gucken uns mal an, was wir an Klötzchen gesammelt haben. Damit kommt man auf jeden Fall eine Weile weiter. Damit kriegt man schon einen schönen dicken Panzer zusammengebastelt. Wir fokussieren uns dann, glaube ich, auch tatsächlich erstmal auf die T3s. Aber wir machen natürlich erstmal, wie sich das gehört, unten drunter. Ein Gerüst aus schwarzen Blöcken. So, an diese Position, das kann ich jetzt schon definieren, kommt der Sitz. Dann kommt jetzt hier noch was dran an Schwarz. Und wir haben ja gesagt, wir wollen mit zwei Viererrädern arbeiten. Das heißt, wir stellen die da auch noch hin. Das war natürlich totaler Quatsch. Da und diese drei und da noch einen. Das ist unser Fahrgestell. So, da setzen wir jetzt unsere Räderchens dran. Eins, zwei. Antriebsräder vorne natürlich wieder, wie immer. Ich mag es ja halt einfach so. Steering Wheel, Standard Wheel, Standard Wheel. So. Unser gelenktes Ungetüm ist dann erstmal fertig. Dann machen wir uns die Reihe vorne dran. So. Und haben schon unseren Puffer. Vielleicht kriegen wir da sogar ein Dreieck dran gedreht.
Würden wir kriegen, aber wir kommen auch so vorbei. Von daher, warum Dreieck hinsetzen? Das kriegen wir nicht dahin, aber das kriegen wir dahin. Sehr schön. Zup. Und zup. Und zup. Ist schön breit, dieses Ungetüm jetzt. So, hier können wir jetzt auch noch ein bisschen Panzerung vorlegen. Zup. Zup. Dann haben wir die nämlich nachher so komplett eingebaut. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ist zwar dann relativ wuchtig, alles in allem, aber macht nichts. Hauptsache Panzerung. Das ist, glaube ich, das A und O in diesem Geschäft. Da geht es noch nicht, also müssen wir noch eine Reihe weiter nach hinten, damit wir da vorbeikommen. So. Wo sind die Dreiecke? Da ist meine Dreiecke. Zeige mir doch mal deine Dreiecke, junge Mann. Du nicht magst? Gut, dann setzen wir da eine hin und da eine hin und da bin eine wunderschöne Figur. Das klang jetzt ein bisschen doof, das weiß ich, das muss aber so. Wir sind jetzt bei 6 Minuten gerade erst. Da habe ich ja noch viel Zeit. Das ist jetzt gerade. Das ist wieder der Incredible Brain aus Modus. Also ich habe keine Ahnung, wie man es anders beschreiben soll. Ich bin jetzt gerade wirklich nur noch am Saffeln und bin am automatisch am Rumbauen. Alles andere ist gerade scheinbar im Standby-Modus oder so. Das ist, weiß ich nicht, ob man das so kennt, so aus dem Alltag. Wenn man jetzt sowas nicht macht, also so wie ich das jetzt hier mache, also aufnehmen meine ich jetzt damit, wahrscheinlich eher so nicht, ne? Weil sonst wird man wahrscheinlich relativ schnell für so einen durchgeknallten Vollspackomat gehalten. Zu Recht natürlich, muss man ja dabei sagen. So, sieht schon mal ganz schick aus, bis auf das da, das gefällt mir so gar nicht. Die Ecke kommt weg. So, jetzt haben wir vorne und hinten leider ein leichtes Ungleichgewicht, was wir lösen müssen, indem wir hier noch eine Reihe direkt davor setzen. Und auch diese ordnungsgemäß mit einer schrägen absichern. So, jetzt dürfen wir relativ ausgeglichen sein. Natürlich sind die Räder hinten schwerer, weil da ist ein bisschen mehr drauf. Ja, würde ich sagen, machen wir den Schaufelator hier vorne dran. Flach wie ein Brett, dachte sich auch Fridolin. So, wir sind jetzt symmetrisch. Und was ich gerne machen wollen würde, wäre, ich würde ganz gerne auf Railcans gehen. Da wir ja relativ hoch kommen wollen, können wir uns da ziemlich dicke Burschis dran arbeiten. Nur dafür brauchen wir jetzt gerade mal erstmal Plätze für. Und das kriegen wir, glaube ich, echt mal erstmal nur hin, indem wir wirklich alles voll pflastern mit den Blöcken, die was aushalten. So wie diesen hier. So, dann haben wir jetzt mal, können wir jetzt endlich mal wieder die Eckchen arbeiten. Mit süßen kleinen Hasi-Eckchen. So und so und so. Und dann können wir jetzt auch mit den Innenecken arbeiten. So und so nicht. Schade. Okay, da kriegen wir das dran. Da kriegen wir doch auch einen dran, aber da muss ich wahrscheinlich erstmal einen Block draufsetzen, damit ich da dran gehen kann. So. Sisse doch. Wusste ich doch. So, setzen wir den da dran. Dann haben wir jetzt gleich wahrscheinlich so einen Kanonenturm oder so. Müssen wir mal schauen. Weil der wird wahrscheinlich genau der gleiche sein hier. Genau, dann setzen wir den mal hier dran. Jo, dann dürfen wir jetzt eigentlich Rad 1 eingekleistert haben. Weitestgehend zumindest. Selbiges machen wir dann natürlich auch auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen hier einen hinsetzen und da einen hinsetzen. Den dann mal ganz kurz hier dran verbinden und den mal ganz hier dran verbinden. Ich hält. Nee. Nee. Haben wir hier irgendwo schon eine Ecke? Ja, haben wir. Eins. Ich hole mal kurz her. Zap, zap, zap. Und das war falsch. Das war richtig. Hier brauchen wir nochmal einmal eine Schräge. Und hier brauchen wir auch noch Schräge.
zöp, zöp, ene, mene, mu, und raus bist du. So, weil sich das gerade anbietet, hier mit phänomenal, fantastisch, großartigen Kräften zu arbeiten, nehmen wir doch einfach nochmal diese halbe Schräge hier und setzen sie doch mal hier dran. Das hat er gut gemacht, der junge Mann. Dann nehmen wir die Ecke und machen die Ecke einfach auf dieser Platz. Mit die Ecke nach die Außen. So, sieht schön aus, riecht auch toll. Machen wir ihr auch die Ecke so und dann ist die Ecke schön. Wunderbar. Ganz wunderbar. So. Fertig jetzt mit dem Gelaber hier, glaube ich. Wir müssen da nochmal einen dran setzen. Muss sagen, ich bin noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden mit dieser Lösung, wie das jetzt hier gerade aufgebaut ist. Weil uns fehlt tatsächlich uns der hier. Der wäre schön, wenn wir den hätten. Den haben wir nur leider nicht. Kriegen wir da vielleicht einen anderen hingesetzt, einen kleineren? Da kriegen wir einen hingesetzt. Vielleicht kriegen wir da eine Waffe drauf. Das wäre schön, weil wie gesagt, auch der kleinste Futzel hier hat ja den Rüstungswert halt. Von dem Großen. Wenn wir da jetzt eine Waffe drauf kriegen, sind alle unsere Polemiken gelöst. Genau. Okay, wir kriegen da eine drauf. Das heißt, damit ist unser Turm abgeschlossen. Perfekt, fertig. Sehr gut. Wir machen jetzt erstmal hier unser Railgun-Mobil fertig und testen das gleich einfach mal im Kampf. Stellen natürlich gerade erstmal fest, dass es hier wieder nicht ausreichend ist. Vielleicht kriegen wir hier ja noch so einen dran gebaut, nicht? Und die Zukunft sagt natürlich, wir kriegen das, ne? Also, wenn wir jetzt hier auch nochmal so einen dran machen, dann haben wir das relativ weit zugebaut, nicht? Und setzen die Railgun dann mal nach hier, nicht? Und dann hat die einen Blick nach vorne, dann wird der auch nicht schlecht, wenn sie beim Autofahren mal ein Buch liest, nicht? So, haben wir drei Stück davon, oder wie viel hatten wir? Ne, wir hatten zwei Stück, da können wir nochmal drei kleine drauf machen, ne? Jetzt langsam wird es ein bisschen albern, deswegen höre ich mal auf mit dem Scheiß. Habe ich nicht gerade gesagt, ihr wollt mit dem Scheiß aufhören? Ich glaube ja, aber irgendwie bin ich dann doch dabei geblieben, weil ich fand es gerade ganz amüsant, einfach mal ein bisschen Tirila zu machen. Ich bin jetzt ruhig, ich verspreche es. So. Da kriegen wir den da dran. Ja, stimmt, wir müssen hinten ja mit dem Popo ein bisschen höher kommen. Dann machen wir... Nee, was war das? Das war ein Rad, oder? Ja, das war ein Rad. Ein Rad hat sich verabschiedet, Lahm. Und dann machen wir den Achmed an, ey. Oh Gott, was ist mir denn heute schon wieder durch den Kaffee gekrabbelt, ey. Das kann nicht gesund gewesen sein, so wie das sich anhört. Katastrophalis mentalis gabotis. Was mache ich denn hier? Ach, wir sind schon in Tier 3. Und das trotz zwei dicken Railguns. Das ist ja eigentlich noch recht human, muss man sagen. Das wird sich gleich relativ schnell ändern, sobald ich mit den Schilden anfange einmal. So. Mit den Schilden fangen wir nämlich jetzt an. Dann ziehen wir den hier hoch. Und dann ziehen wir den hier hoch. Da haben wir die ja schon fertig, die Ecken. Dann können wir hier noch einen reinsetzen. Jawohl. Und die kriegen wir auch hier drüber. Wunderschön. Das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Hör mal. Räder geschützt. Safer-Rad nennt sich das. So, von hier kriegen wir natürlich wieder... Doch, da in der Mitte kriegen wir noch einen drüber, aber die anderen kriegen wir nicht zu. Glaube ich zumindest. Ne, da müssen wir wieder mit den Eckchen arbeiten. Wo sind denn die Eckchen? So, komm mal, Horst, du hast die Eckchen hingepackt. Die könnten wir jetzt brauchen. Was siehst du mal? Hier kommt nichts weg, du. Hat der die sauber in die Schublade zugeräumt, wo ich gesagt habe, er soll die hintun. Weil Gott, die schreiben in allen möglichen SIF-Farben hier. Das gefällt mir so eigentlich gar nicht. Aber naja, was willst du tun? Ich hoffe, wir kriegen hier jetzt dann mal den Ansatz hin. Ja, kriegen wir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann müssen wir da ja jetzt eigentlich den setzen können. Gut, funktioniert, hat geklappt. Dann kann sich das Ding nämlich schön drehen. Dann ist das auch eingebettet. Dann wird ihm im Winter nicht so kalt. Und wir kommen eine Etage höher, was das Wichtigste eigentlich an der ganzen Aktion ist. Aber ich sollte vielleicht auch lieber das hier nehmen erstmal. Und dann hier hingehen und dann von dort ausgehend den noch dann dort setzen. So sieht es, glaube ich, ganz schick aus. Das heißt, wir gehen darauf und darauf. Und da setzen wir den nochmal nach da. Und den setzen wir dorthin. Und dann haben wir es fast fertig, wenn wir ihn richtig setzen würden. So haben wir es auch schon geschafft. Hier setzen wir ein Zipfelchen hin. Und das Zipfelchen hier machen wir mal in ein Zipfelchen dort. Damit es nicht mehr so schön aussieht, machen wir das rückgängig und setzen das dahin. Perfekt.
Perfecto, Samingo, por favore. Ich weiß, dass dieses keine Sprache war. Ich habe es trotzdem so getan, als ob. Das passt hierhin, das passt dorthin. Links ein Jäger, rechts ein Jäger. In der Mitte geht der Jäger. Macht keinen Sinn, weiß ich selber. You do not have much more Blöcke of this Fraktion because of Wall of Tod. Because of, wieso eigentlich nicht? Dann nehmen wir die erstmal weg. Ich habe keine Lust, mir jetzt noch neue davon zu kaufen. Das wäre wohl der größte Muckefuck, den man sich überhaupt vorstellen könnte. Wenn man sich da schon allein durch den Kopf gehen lässt hier. Ne, hör mal. Nicht mit mir, doch. Da können wir lieber hier nochmal. Dann nehmen wir halt grüne. Ist mir doch egal. So, dann kriegen wir halt hinten den Bob ist voll. Ja, und? Ich hoffe, der trägt das überhaupt alles nachher. Wir sind immer noch in drei, was ich recht amüsant finde. Die amüsanten Tanten. Oh, ich habe schon wieder überzogen, sehe ich gerade. Deswegen sage ich mal, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder, falls du Bock dazu hast. Nein, übermorgen, tut mir leid. Und ja, bis zur nächsten Folge. Robocraft. Ich hoffe, wir gewinnen die nächste Runde. Tschüss.